Hallöchen, Freunde! Willkommen zu einem neuen Angespiel von Arboria, ein weiteres Steam-Spiel. Kostet ca. 17 Euro. Und sehr ganz interessant, das gibt es leider wieder in englischer Sprache. Ist so eine Art Dungeon-Crawler, Rogue-Light-Game-Action. Und ja, wir gucken uns einfach mal an. Spielen das Game. Und let's go! In the beginning, there was the God, but the world he walked was barren. So God planted his finger in the ground. This is how Ygir, the father tree, was born. Ygir gave birth to his fruits, us, the brave Jotun tribe. We lived safely under his arms. Until he fell ill. Something is tainting his roots. Something is killing our tribe. Our father is dying. If he doesn't recover, we will face doom. What rubbish! You know what I think about your so-called gods? That's what I think. That's blasphemy. You will regret this, Ragnar. Oh, and that is what I think about all of you. No! I'm tired of living among fools. Sind wieder böse? Almighty gods, he has to be stopped. Father Tree, we need a wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werden wir jetzt ausgespuckt. Das ist so eklig. There is no time to explain. Einfach ausgekotzt, ey. Rata, go with him. You two have to get that heretic. Hauen. Arboria, chosen one. Ja, das sind also wir. Wir haben wieder natürlich die Aufgabe, den Bösen zu hinterherzulaufen und ihn zu besiegen. Wir werden in den Dungeon reingeworfen worden, ne? Von da oben. Und mal schauen, was wir hier machen können. Hey, stand up, Jotun. We've got a quest to do. Oh, Goldbach's head. That was a long fall. Can you walk? Mhm, wir machen unser Leben unten. Look around. All right, let us go forth. We have no time to waste. We have to find Ragnar. Okay, mit Chip können wir noch sprinten. Is Ragnar. Ragnar was außer in den Dialogen, da geht's nicht. He researched ancient artifacts, well, until he went mad and ran away. Er untersucht Artefakte. So, so. Look what we found. It's an axe symbiont. Come on, merge with it. Read. Read funktioniert nicht. Read geht. Achso, muss man gedrückt halten. Symbiont, Weapon of Jotuns. Ja, mit. So, alles klar. Eine Axt. Mhm, erstmal, wenn wir treffen, kriegen wir ein bisschen mehr Attack Speed. Down here, you never know when you're gonna need it. Lock on off target. Okay, wir können mit dem Mausrad können wir das targeten. Oder den alternativen Angriff, alles klar. Barricaded passage. I wonder, ha! The gods favor us. It is a leftover armor. It still contains the soul of the. Mhm. Rüstung. You look great in it. Careful. There are traps in front of us. It will be bad if you get caught by them. Try to avoid them. Oh, Bro, Alter, hab ich mich erschrocken. Scheiße. Eieieiei. You need to move if you want to free yourself. Aua, die haben auch was gegen mich, huh? Look, there is a healing bongo. We should take it.
Smoking it will heal your wounds. Und er heal. Wusch. Ja, davon schon mal drei. Dann sehen wir unten links. See those blue crystals? It is crystallized fairy. We should gather some. Fire is still smoking. Kann man die so mitnehmen, ja, ne? Glaube schon. Ja. Und sehen wir auf der Minimap oben rechts, ne? Sehen wir die blauen Kristalle. Zack. Let's go. That's Rhaegar. He's dead. Well, that's what happens when you don't obey the gods. Das ist das Artefakt, was wir uns aufsetzen. Er läuft automatisch. What the fuck? Okay, jetzt nicht mehr. Doch, jetzt schon wieder. Der DF, der läuft automatisch. Ich laufe nicht nach rechts. Er läuft die ganze Zeit automatisch nach rechts. Könntest du bitte aufhören damit? Wir haben auf jeden Fall für unseren Jotun ein paar Stats. Ne, hier haben wir mal das, was wir angelegt haben. Das Artefakt sehen wir gar nicht. Okay, jetzt will ich das nicht mehr. Einmal ins Menü und easy peasy. Du hast sie getötet, diese Bugs. Sie müssen der Grund sein, warum die Village ist abandoned. Ist das aber? Nö, wa? Kann man aber kaputt machen. Sanctuary of the gods. The offerings were kept in here. Maybe something is left. It might come in handy. Look, there's a chest. Let's open it. Hey, Kiste, her damit. Hier ist aber noch was. Ach so, eine Trainingspuppe wieder. Verstehe. Eine Schockwelle. Mutationen sind Secondary Equipment, also Zweitausrüstung. Here it is. A shockwave mutation. Take it. There's no point leaving it here. Oh. Power. Collectibles. Blaupausen haben wir gefunden. Kann bestimmt was craften, ja. So, müssen wir lang? Wieder zurück, oder wie? Müssen wir herkommen, oder? Ja. Geht's dann noch weiter? Hier geht's noch weiter. Try to use your new mutation to clear. Oh, my ears are ringing. Oh, bugs again. Maybe you should try to attack them with your new mutation. War sehr klobig die Steuerung, wie ich finde. Gabak, look, it is the root of Father Tree. It is sick. We have to heal it. Healing roots will help us to rebuild structures in our village. Zu böse oder gut? Heal. Ist krank. Letzte Wave. Okay, gab nur zwei. Gott sei Dank. Puh, das könnte ich auch. Take this. Completed. Na, war recht einfach. Platsch. Oh, sie hat ein volles Leben, sehr nice. The lock to the lower level. We can't go there. We have to take Rhaegar's hat back to the shaman. No. Nein, wir gehen weiter. Geh nicht. Tschüss.
Ja, wir haben uns also auch gegen unsere Truppe im Prinzip gestellt, indem wir diesen Kopf aufgesetzt haben, das wieder völlig wahnsinnig gemacht hat. Sie kam gerade so raus wahrscheinlich. Ich muss Bericht erstatten. Rata, you're back. Good. Did you find Vile Ragar? Yes, but Gabak, he attacked me and he got away. What? How would that happen? First Ragar went mad, and now Gobok? What happens with these trolls? I know, it might sound stupid, but I think it's because that weird hat Ragar has found. Gobok was fine until he put it on his head. It might be a cursed hat. Yes. For the love of gods, we have to stop this thing from corrupting mind of trolls. Father Tree will create new Jotun warriors. As many as is needed to find and wipe this curse out of our world. Oh, Father Tree, give us new Jotun warrior. The one who will go wow, ernsthaft? Der erste Bösewicht, den mussten wir verfolgen. Der war tot, dann ist ein anderer Bösewicht geworden. Und jetzt müssen wir den wieder verfolgen. Oder sind wir der weiterhin Spawner? Der Beginn jeder Runde, ein neuer Jotun wird geboren. Hat zufällige Werte an Attributen, Resistenzen und Fähigkeiten. Das ist ja absoluter Crap. Okay, wir können also immer wieder mit neuem Anfang her von Chris bei 20%, finde ich okay. Nehmen wir mit. Das ist ja disgusting. Und damit fangen wir immer wieder von vorne an. Bäh. Oh, da ist der Kürbis noch geflogen. Skip. Oh, ab. Achso. Muss hier was machen? Name changing. Muss ich zuerst machen auf jeden Fall. Was anderes ging nicht. Ich hab sonst nichts mehr. Reicht das? Geht's weiter oder? Ja. Das ist eine Quest bei ihm. Duna awaits. Ready? Habe ich ready gedrückt? Duna awaits. Ah, wir haben jetzt einfach so eine Mission bekommen, ja. Wollen wir alle mitnehmen? Erstmal komplette Ausrüstung wieder. Und die können wir wahrscheinlich mit jedem einzelnen Durchgang immer stärker machen. Open. Na, je öfter wir einfach die Durchgänge spielen, desto öfter können, oder desto stärkere Skills können wir wahrscheinlich mitnehmen. Es hat eine Art Rogue-Light-like. So was ähnliches halt. Na, wo wir aus jedem Run immer nochmal was mitnehmen. Wenn wir sterben sollten. Wait, a trap. Auf jeden Fall echt düster dieses Spiel. Wo war eine Trap? Ich weiß auch gar nicht, wo meine XP oder so ist. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Wir haben irgendwo Leben. Zack. Zack. Das heißt, alles, was wir mit dem anderen mitgenommen hatten, ist eh sinnlos gewesen. Aber das haben wir halt nicht mehr, ne? Die 1800 Dinger dort.
Aua. Aua. Kann ich hier reinlaufen? Bonbons. Was für Bonbons? Was ist das? DNA-Stränge wahrscheinlich. Portal. Okay. Teleport. Könntest du also zwischen den einzelnen Stockwerken irgendwie teleportieren wahrscheinlich, ha? Huh? Giftig. Bin corrupted. Noch mehr corrupted, noch mehr corrupted. Was passiert, wenn ich voll bin? Ist das gut oder schlecht? Sieht irgendwie nach schlecht aus, oder? Ah. Sah nach schlecht aus, ja. Ist das schlecht? Sieht ziemlich eklig aus. So, wir haben noch eine Map irgendwo. Tab? Tab. Ich kann auf der anderen Seite auch noch lang laufen, das ist auch möglich. Puh. Hat schon was echt Düsteres, dieses Game, ne? Ich bin okay, ich kann mich heilen. Einmal die Pfeife geraucht. Weiter geht's. Okay. Ich würde sehen, was passiert, wenn wir sterben. Also ob wir dann irgendwie was mitnehmen. Ich glaube, es wird nicht allzu lange dauern, bis wir das herausfinden werden. Anziehen. Wieder entsiegeln. Ah, okay. Sowas also. Ja. Hat was von Dark Souls, hä? Last Wave. Sollten wir auf jeden Fall dieses Q nutzen, ne, öfters, weil es einfach einen AOE-Attack hat. Also mehrere Leute gleichzeitig angreift. Achso, mein Q kostet auf jeden Fall diese blaue Leiste da unten. Aua, kann der irgendwie mal sterben? Wie viel Leben der Dude hat. No sweat. Extrem viel auf jeden Fall. Hallöchen. Compare, replace. So, das ist mal eine neue Waffe. Die linke oder die linke könnte neu sein. Macht halt auch Bio-Damage. Finde ich nicht verkehrt, nehmen wir mit. Replace. Was aber da Schönes. Alle 25% auf Max HP lost. Cause a stack of traps or generates to drop. Oh, auch sehr geil. Erstmal, wenn wir 25% unser Max-Leben verlieren, dann droppen wir so etwas. Was haben wir da noch Schönes? Compare. Vergleichen. Das ist auch wieder eine neue Waffe. Auch wieder fast. Macht aber sogar ein bisschen mehr normalen Schaden. Replacen wir unsere Waffe damit. Was haben wir hier noch? Auch nochmal 10 Schaden. Attack Speed Slow. Ne? Finde ich nicht so schön. Die lassen wir mal liegen. Und die ganzen Dinger können wir hier mitnehmen. Alles, was hier rumliegt. An blauen Steinen.
Ich mache jetzt zusätzlich noch Bioschaden, ne? Also. Ja, Bioschaden halt. Huh. Wen haben wir denn da? Ach, eine Rüstung. Medium ist scheinbar schlechter, weniger Mana-Regeneration auf minus 10%, dafür mehr Stability und Beer Resistance. Ah, replacen wir mal. Aua. Ist das so, ich krieg sowieso mehr. Man kriegt Schaden darauf. Ich krieg Mana wieder, sobald ich den Gegner angreife. Haben wir da noch einen Teleporter? Jetzt kann man theoretisch hin und her teleportieren, ne? Zwischen den verschiedenen einzelnen Teleportern. Ja, meine lieben Freunde! Ein sehr düsteres Spiel, wie gesagt. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn wir sterben. Lassen Sie uns mal töten. Dürfte nicht allzu lange dauern. Noch ein Teleporter. Aber der auch, ne? Er kriegt auch dieses Damage-Dingensen. Oh, der ist noch nicht gestorben dadurch. Huah! Na, komm schon. Zeig's mir. Ich gebe ihm das Borgen. Was hat er sich geborgt? Hat er sich meinen Kopf geklaut oder wie? Mhm. Es gibt wahrscheinlich, es gibt ultra viele verschiedene Waffen. Ah ja, tatsächlich, wir haben den Kopf. Den Kopf haben wir behalten. Ja, wir haben ein bisschen Vary bekommen, neuen Trade. Complete a chest or a root event in under 90 seconds. Wir haben Rage bekommen dafür. Schmeiß rein das Ding. Graveyard. Okay, sobald wir sterben, wird unser Kopf zurückgebracht. Okay, und anhand dessen, wie viel wir geschafft haben, sind die anderen dann halt, glaube ich, besser. Ja, die anderen neuen Units, die hier geschaffen werden von dem Gott, die werden besser. Ein Altar haben wir hier noch. Okay. Die Gods are satisfied. Bonus ist ein Spawning Slot, 5 Statistics, 77% eine positive Trade Chance. Weapon Proficiency. Level 1 bis 4. Power Slot Chance 20%. Jotuns Very und Gods Very. Wir können theoretisch ein bisschen mehr donaten. Aus unserem raus, ne? Dann das linke aufgefüllt. Ihr seht, dass rechts die Stats besser werden. Ich kann auch wieder alles wegnehmen. Und einfach sagen, ja, ist in Ordnung, nehmen wir mit. Let's go. Dann behalten wir das Vary, weißt du? Die anderen, diese Dinger, die wir gesammelt haben, diese blauen. Und da spuckt dann neuen aus. Puh. Jetzt haben wir nämlich sogar, gibt es sogar welche hier, haben wir Rage rausbekommen. 10% mehr Schaden für 10 Sekunden und stackt insgesamt 10 Mal, jedes Mal, wenn wir einen Gegner töten. Die Fallen aktivieren sich langsamer. Und hier haben wir sogar 2 Trades. Ja, und so geht es immer weiter und weiter und weiter. Ja, meine Freunde, das war's gewesen, angespielt zu Arboria. Ah, so ein Rogue-like. Rogue-like-Game, glaube ich. Ja, wem es gefallen hat, das Düstere, fand ich ein bisschen zu gruselig tatsächlich sogar. Und halt immer wieder dieses von vorne anfangen, ist nicht so mein Ding tatsächlich. Ohne wirklich viel mitnehmen zu können, Waffen, Ausrüstung oder was auch immer. Ja, wem es gefallen hat, kannst du gerne auf Steam angucken. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Angespielt, Leute. Ciao, ciao.